In diesem Video zeigen wir das Anlaufen der Standheizung. Dazu schalten wir die Standheizung im Fahrzeuginneren vom Bedienteil aus ein. Man hört jetzt zunächst einmal erst das Ansaugen der Luft und das Anspringen der Wasserpumpe. Jetzt hört man die Klackgeräusche der Benzinpumpe und es wird Kraftstoff in die Standheizung gefördert. Man hört jetzt auch deutlich die Flammgeräusche und schon wird Wärme aus unserer Standheizung erzeugt. Noch ist der Zulauf zum Fahrzeug noch nicht erhitzt. Doch man spürt jetzt schon, dass der Zulaufschlauch zum Auto ganz leicht warm wird. Wir haben jetzt gefühlt circa eine Temperatur von schätzungsweise 30 bis 40 Grad an diesem Kühlerschlauch und die Standheizung wird, solange die erforderliche Heiztemperatur nicht erreicht ist, auf Vollgas laufen. Jetzt hat sich das Gebläse im Inneren des Fahrzeugs eingeschalten und die Warmluft strömt in das Innere des Fahrzeugs und heizt den Innenraum auf. Man spürt jetzt schon einen warmen Wind, der aus den Lüftungsschlitzen entweicht. Die Standheizung wird jetzt noch bis zum Erreichen der gewünschten Innenraumtemperatur weiterlaufen und sich anschließend automatisch abschalten bzw. auf Halbgas weiterlaufen, sodass die gewünschte Innenraumtemperatur gehalten wird.